Da sind wir wieder zu der dritten Folge. So. Scheiß abgebrannte Haus. Ich weiß nicht, was ich. Da stand leer dran, ich Idiot. Da hatte ich ja schon mal hin. Okay. Uha! Ha! Scheiße. Also, das war verdammt knapp gerade. Bestimmt nicht, aber schon. Ich sag mal, man könnte hier so diesen Balken da wegschlagen und dann die Fässer da so runterknallen. Das wäre witzig gewesen. Achso, das ist der. Ja, der hatte ja nichts Gutes. Der steht jetzt hier oben. Warum steht er bei einem abgebrannten Lagerhaus? Ich ja. Weiß nicht. Naja, ich. Ich wäre ja hier so. Weißt du, das sind nicht so die Fetten. Mach das nochmal. Warte. Oh, das geht nicht durch? Okay, das kriegen wir. Ich bin Profi. Blub. Schwimmt sogar. Ich dachte, die geht eiskalt einfach auf den Boden. Damn Physics. Pilz. Hier muss ich doch. Ja. Bisschen Mushroom. Okay, das war ein Typ. Der sieht so witzig aus hier. Alles ein Wurzelgedöns. Die auf Stein wächst. Und was ist das bei euch? Ah, lass mich raten. Eure Familie ist im Krieg verschollen und ihr seid nur rein zufällig und völlig zu Unrecht hier in diesem Dreck gelandet. Was sagt er? Er hält uns offenbar für Landstreicher. Ah ja, ich vergaß. Ihr seid natürlich fast verhungert. Nur ein paar Münzen und euch wäre schon geholfen, richtig? Goldmünzen kann ich immer gebrauchen. Nun, in dem Fall muss ich euch leider enttäuschen. Ich bin gerade vor 3 Tagen gänzlich ausgeraubt worden. Große Worte. So, und nun würde ich euch gerne von hinten sehen. Wie bitte? Also, ich weiß, dass er was anderes meinte, als ich jetzt mein, aber... Ich weiß nicht. Ich mache Und das. Wer hat dir den Schädel verbeult? Ich sehe schon, ich muss es wohl deutlicher formulieren, dass man mich hier versteht. Ich möchte in Ruhe mein Bier trinken und mich nicht mit dahergelaufenen Vagabunden unterhalten. Verstanden? Vagabunden? Was seid ihr denn sonst? Nicht provozieren lassen. Was habt ihr geleistet, dass es sich für mich lohnt, mit euch zu reden? Ich bin von den Toten wieder auferstanden. Ja, ich bin der letzte große. Ich bin der letzte große Piratenkapitän der Südsee. So, so, Kapitän, ja? Das unterscheidet euch natürlich immens von den anderen Großmäulern hier. Aber meinetwegen, ihr habt mich angesprochen, also was kann ich für euch tun? Du gehörst wohl nicht zu den Piraten hier. Natürlich habe ich mit dem gemeinen Volk auf dieser dreckigen Insel nichts zu schaffen. Was willst du dann hier? Ich suche meine Bestimmung. Aha. Schon klar, dass ihr das nicht versteht, aber ich kann das nicht besser in Worte fassen. Der Ruf des Schicksals führte mich auf diese Insel. Und ihm muss ich folgen. Ja. Ja.
Das kenne ich. Ja, eher weniger. Ja. Ach komm, du siehst nicht so aus, als würdest du an so etwas glauben. Meiner Erfahrung nach ist Schicksal etwas, was man erzwingen muss. Hm. Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht. Wer, sagt ihr, seid ihr noch gleich? Ich bin jemand, der sich gegen das Schattenreich auflehnt. Ja, ja. Wenn ihr so gut seid, dann beweist das. Ich bin auf der Suche nach jemandem, der anpacken kann, anstatt nur zu reden. Wenn du zu jedem hier so freundlich bist, wundert es mich nicht, dass du noch niemanden gefunden hast. Also, was hast du vor? Die Höllenhunde in der Stadt sind nur die Vorboten einer größeren Bedrohung, die nicht auf dem Seeweg hierher kommen wird. Man munkelt, eine Horde dämonisch anmutender Krieger sollen sich der Stadt von Norden Hinterland nähern. Ich will diese Krieger sehen und prüfen, ob sie tatsächlich so dämonisch sind, wie behauptet wird. Fühlt ihr euch der Herausforderung gewachsen, mich zu begleiten? Ja. Ja. Das ist eine verdammt gute Frage. Ja, komm. Dämonen aufmischen im Hinterland? Ich bin dabei. Was sagst du dazu? Meinetwegen, bevor ich in diesem Nest verrotte. Ich weiß nicht, wie es da um euch bestellt ist, aber ich bin nicht gerade zimperlich, müsst ihr wissen. Ich bin einfach immer direkt hinter dir. Ja, genau das befürchte ich. Ja. Das Hinterland ist groß. Wohin genau willst du? Erst einmal zum Rand der Stadt. Von da aus werde ich mir überlegen, wie es weitergeht. Gut. Dann geh du vor. Ich folge dir. Gut, aber lasst mich nicht auf euch warten. Auf geht's. Komm, Junge. Wir kriegen was zu tun. Bei dem Kerl habe ich gleich loslegen, ja, oder was? Sehr gut. Das beruhigt mich. Okay. Eigentlich wollte ich ja noch erkunden, aber... Hey, pass darauf, wo du hinterlässt. Warum sollte ich? Warum wohl? Ist gefährlich hier. Danke für den Tipp. Ja. Danke für den Tipp. Ei, wird deine Haut retten. Scarlett, die Braut vom Hafen, hat's auch schon erwischt. Und Donovan hat auch die längste Zeit in der Bude gewohnt. War nichts mehr zu machen. Fetter Spaß. Ich hab keinen Bock auf dich. Lass uns weitergehen. Jo, ich krieg als Geschenk einen magischen Kristall hier. Und was krieg ich hier? Magischen Kristall von der Leiche. Ich denke, ab hier wird es gefährlich. Nee. Abwarten. Habt ihr Angst? Fragt wer? Ja, ja, schon gut. Ich will nur sicher gehen, dass ihr nicht beim ersten harten Kampf die Flucht ergreift. Lass die Sprüche. Geh lieber weiter. Gut. Bleib dicht hinter mir. Eigentlich mache ich das schon die ganze Zeit. Ich lasse immer meine Kameraden kämpfen. Ich gehe voran. Ja, geh auch. Ja, komm. Easy. Das hält kein Ende mit den Bietern. Warte, da war jetzt eine verdammt gute Gelegenheit. Ja, komm, hau ihn! Oh, wie sick eigentlich die sind! Oh, oh, scheiße, die sind ja doch ganz schön. Oh, ne! Ja. Glück mit dir, das, LOL, hat er gerade sich teleportet? Ey, der hat sich doch teleportet gerade. Oh, Leute! Mir fällt gerade auf, dass ich übelst kein Leben habe. Ja! Ob wir hier noch was abgreifen können.
Er scheint ja auf uns zu warten. Ich brauche einen Teich. Ich habe kein Fleisch zum Braten. So, ja gut, das ist... Ich glaube, meine Oma hat damals immer gesagt, das ist unwitzig. War jetzt auch nicht so wichtig. Hier wird es langsam ungemütlich. Ja. Das ist nicht mehr das Antigua, das ich kenne. Jemand hat hier ganze Arbeit geleistet. Die Schatten. Das schwarze Land breitet sich immer weiter aus. Kommt, das sehen wir uns genauer an. Folgt mir. Ey, ich dachte, du willst die Schattendinger und prüfen, ob du nicht doch der Oberficker bist und du bist ein Lappen, Alter, ne? Oh nee, also um die Hunde kann sich her wehren. Oh nö, ich kümmere mich doch um den Bus. Das ist cool. Ey, verzieh den. Mach ich den, zieh ich den Jungen. Kein Ding für mich. Oh, scheiße, da nicht. Komm, rauf da. Gib ihn. Springen, ausweichen. Gib ihn hart, hab ich doch gesagt. Oh, lol. Da hätte ich auch was wollen. Was mach ich denn, Mann? Lol, warum nicht? Eigentlich mit dieser Geisterblödel-Gedöns-Gestalt. Weiß ich eigentlich gar nicht. Oh, noch mit. Ich sie. Warte mal. Hä? Hier, Alter. Schattenwaffe. Warum kann ich die nicht ausrüsten? So. Leslie. Nee. Hä? Leslie. War ja Magie? Übersetzung? Nee. Fuse. Ja. Geschafft. Boah, eine schwarze Perle. Sind schwarz. Oh, die 50 Jung. Okay. Ja. Bei allen Geistern. Es ist viel schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Und das ist erst der Anfang. Die dämonischen Krieger sind erledigt. Du hast recht. Die Insel wird in der Tat von einer größeren Bedrohung heimgesucht. Ich hab's doch gewusst. Das schwarze Land scheint ganz allmählich die ganze Insel zu verschlingen. Ja, und ich werde es aufhalten. Ah, und wie genau willst du das anstellen? Aha, und wie genau willst du das anstellen? Das soll nicht weiter eure Sorge sein. Als Maul. Gesehen, was ich sehen wollte und muss nun handeln. Ich werde nach Kalador gehen. Die Dämonenjäger dort werden wissen, was zu tun ist. Vielen Dank für... Was auch immer, aber nun muss ich alleine weiter. Gehabt euch halt wohl. Deine dumme Fresse! Was denn? Keine Bezahlung? Kann mich nicht erinnern, je von Gold gesprochen zu haben. Langsam, Freundchen, so einfach kommst du mir nicht davon. Ich so. Wir haben hier noch einen Job zu erledigen. Ich bin fertig mit Antigua. Ich will endlich in meine Heimat. Meine Vorfahren kommen aus Kalador, aber ich selbst war niemals dort. Ich will die Wurzeln meines Geschlechts kennenlernen und sie in ihrer Sache unterstützen. Aber dazu bräuchte ich ein Schiff, um dorthin zu gelangen.
Ich hab zufälligerweise ein Schiff. Tatsächlich? Nein. Ja, es ist nur eine alte Schaluppe, aber immerhin ist sie hochseetauglich. Und zuverlässig. Bisher hat sie mich nie im Stich gelassen. Was würde mich die Überfahrt nach Kalador denn kosten? 1000 Gold? Reicht das? So gut bin ich auch nicht. 100 Gold. Oh, abgemacht. Hier ist das Gold. Gut, oh, danke. Dann zeigt mir euer prächtiges Schiff. Ich fahr dich in der Woche hin. Bedingung habe ich noch. Was denn noch? Lass die dämliche Anrede. Ich komme mir vor wie eine Hofschranze aus Caldera. Ich denke, das lässt sich einrichten. Gut. Mein Kahn liegt hier im Hafen verankert. Penner. Wenn du ablegst, werde ich an Bord sein. Ja. Kapitän. Solange verpisst du dich, Mann. Bock auf dich. Was da, ey? Na, Witz. Ist ja schlimmer als... Keine Ahnung. Weiß ja auch nicht. So. Ist gut. Ist halt kacke. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ja. So, jetzt mal gucken, ob wenn wir Wasser trinken, ob unsere Heilung hochgeht. Weil wenn ja, ja, tut es. Da hätte ich mir vorhin nicht so viel reinfallen lassen. Also immer wenn wir Wasserfass haben und wir uns heilen müssen, nichts schlucken, sondern spucken. Na, ich meine trinken, ne? Da kann ich bestimmt... Na komm, das krieg ich hin. Warte. Bis... Ah! Nein. Schade, ich wollte irgendwie aufs Fass springen. Aber... So. Ich muss ein bisschen... Grünzeug aufsammeln. Immer gut. Oh, warte, nee, das war jetzt nicht mein Plan. Gut, was will ich hier rauf? Ja, perfekt. Nein! So, so, so. Nein, nicht ganz. Ah, fast, ja, bleib mal da unten. Das kannst du ja ganz gut so stehen im Weg. Uff. Ich schleiche. Ich kann auch nicht schleichen. Warum kann ich nicht schleichen? Das Rad, Mann. Von Voodoo verstehe ich nichts. Ja, noch nicht. Ich bin kein Alchemist. Ah, jetzt leben neuerdings Voodoo-Zauberer und Alchemisten in einem Haus. Das ist aber mir noch... Ich brauche einen Dietrich. Scheiße, warum krieg ich denn... Ich brauche einen Dietrich. Kacke Dietrich her, Mann! Mal sehen. Die Stimmgabel gab ihnen einen besonderen Klang vor. Ein Ton, der ihre Gesänge begleitete und sie in Trance führte. Eines Nachts nahm ein Dieb die Stimmgabel und flüchtete nach Kalador. Ah ja. Was? Ich verstehe gar nichts. Ist das die Geschichte vom Rattenfänger? Ich habe kein Fleisch zum Braten. Oh, das ist übrigens jetzt mein Haus, ne? Also schon mal zwei Kisten drin, kann man ja noch brauchen. Apfel weg. Komm. Oh, das sieht auch vielversprechend aus. Ah nein, komm, den lass ich laufen. So, da ist die Schenke. Hier sitzt noch so ein Uli rum. Aber soweit ich weiß, müsste das auch erstmal das gewesen sein für heute. Bis zum nächsten Mal.